Ja, hallo Leute und willkommen zurück beim Legend of Zelda, genau, der Wind Waker HD Part 10, genau, und sein, ja, ich kann nicht mehr sprechen, fängt schon mal gut an. Ich hatte auch vorhin gerade einen Fail, ja, werdet ihr gleich sehen, warum, weil die Truhen hier offen sind und bla bla bla, wegen dem wahrscheinlich, oder? Haha, genau. Und hier waren eigentlich noch Feen drin, aber die kann ich eigentlich jetzt auch wieder vergessen. Ja, das ist die Strafe dafür. Oh nein! Ich schnapp sie. Yes! Falls wir ein bisschen in Not sind, ja, habe ich eine Fee und das ist am besten, genau. Okay, ich weiß aber noch nicht wegen dem Boss, was das genau für einer ist. Habe ich total keine Ahnung, aber jetzt geben wir den Typen mal was ins Arsch, ja. Okay, war auch gelogen, ja. Ich habe schon ein bisschen Ahnung, was genau hier man machen muss, ja. Und das ist eigentlich gar nicht mal so einfach. Man muss eigentlich, müsste man da hoch. So, einfach ein bisschen ausweichen. Aber ich kann das gerade schlecht, Mann. Ohne Scheiß. So, jetzt meine Chance. Jetzt aber. So, ziehen wir am Schwanz und dann fragt er sich, wo was da los? Und dann kommen wir runter und dann. Das war scheiße. Und super. Jetzt sind wir unten. Und dann gibt es einen Bash und der verliert irgendwie seine Kruste. Irgendwie, aber. Und ja, da ist wieder neue. Habt ihr sicherlich schon gesehen. Und das Spielchen dürfen wir jetzt ziemlich lange, glaube ich, so machen. Ich glaube dreimal, ja, sollte das sein. So, jetzt einfach da hoch. Nein! Sie haben Schwanz! Oh mein Gott, wie das klingt. Okay, das war auch ein Fail gerade. Hauptsache, es gibt eine Kopfnuss. Bam! Oh mein Gott, der verliert immer wieder die Kusse. Sieht auch eklig aus, muss man wirklich sagen, Mann. Oh mein Gott. So, jetzt aber, komm nochmal. Komm, der Schwanz wieder runter. So, komm schon, yes. Das dritte und letzte Mal. Oh, scheiße. Idiot. Hätte ein bisschen später einfach springen müssen, dann wäre es gewesen. Oh, Shadow. Super. Und ihr denkt, es war's? Nein. Nein, nein, nein. Jetzt kommt das wahre Gestalt zur Ansicht. Ich weiß nicht, ob das noch was bringt, aber ich nehme an, jetzt da das Auge ein bisschen frei ist, kann ich das so grapschen, dann können wir dem ordentlich was geben. Bam. Und ich weiß nicht, ob das ein Skorpion ist oder ein Krebs oder ein sonstiges. Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich echt interessieren. So, aber ich halte ein bisschen Ausschau. Bam! Jetzt krieg's nochmal! Und ich lasse mich nur durch die Lava treffen, Mann. Bam! Down? Jetzt schon down? Sieht fast so aus. Oh mein Gott. So fühlt sich mein Rücken auch an, momentan, weil ich immer so behindert hock, Mann. Bam! Oh Gott, wie das Auge einfach da wegfliegt, Mann. Scheiße, ist das wirklich. Und ein Herzteil, yippie. So, jetzt haben wir den lieben Valuma ein bisschen gerettet, kann man fast sagen. Und jetzt wird wieder normal der Boden. Ist auch schon abgekühlt. Und ein Wirbelsturm. Wirbelsturm, meinte ich. Du hast einen Handscootainer gefunden. Jetzt erhört sich alles um eins. Geil. Dann würde ich sagen, ja, warum nicht? Teleportieren wir uns weg vom Winde? Was jetzt passiert? I don't know. Weiter weiß ich nicht, weiter ist es blind. Also das mit dem Auge auch. Und Baloo. Geht's ein bisschen besser? Okay. Das war doch mal eine Ansage. Und jetzt ist er wieder happy, oder was? Auf jeden Fall sieht der
ziemlich verkrampft aus, als wäre er am Scheißen. Okay, und jetzt habe ich gewonnen. Bababam. Teleportazione. Die Musik ist cool. Hey, shit, du! Oh, sie sind schon hier. Na, willst du ihm nicht etwas sagen, Komori? Modelli hat mir alles erzählt. Shadow, danke, es tut mir leid, dass ich so gemein zu dir war. Ob ich eines Tages auch so mutig werde wie du, Shadow? Aber natürlich, nicht wahr, Shadow? Na klar. Shadow, hier. Ich will, dass du sie bekommst, Shadow. Und ich hoffe, dass ich bald den Mut haben werde, nicht mehr vor Herausforderungen wegzulaufen. Du hast Dins Diamant erhalten, ein göttliches Artefakt, das beim Vorlieg der Orni von Generation zu Generation weitergegeben wird. Wow, sieht aus wie ein Lutschbonbon. Wie heißen die? Sind nicht Aspirine? Ich weiß gar nicht. Der ehrenwerte Walu möchte dir auch seinen Dank aussprechen, Shadow. Nutze den Wind in Kraft des Gottes des Windes weise. Was meinst der ehrenwerte Walu nur damit? Gott des Windes meinte damit vielleicht den Gott des Schreins hinter dem Tunnel dort? Und außerdem hat dich der ehrenwerte Walu Held genannt, Shadow. In der Tat, für uns bist du wirklich ein Held. Ich werde mich auf den Weg zum großen Walu machen. Schließlich möchte ich auch endlich ein paar prächtige Flügel bekommen. Yeah. Warte, Komori! Nochmals vielen Dank, Shadow. Ich hoffe, ich sehe dich bald wieder. Ja, gerne gemacht. Haben wir doch gut hingekriegt eigentlich. Erst im zweiten Versuch, kann man sagen. Okay. Was bist du denn? Spasti. Okay. Hallo, du. Was ist das denn? Ein Krebs, okay. Und darf ich raten jetzt, muss ich hier lang, oder? Jetzt komme ich hier weiter. Ich kann schwimmen, yay, zum Glück. Muss ich nicht das Boot benutzen. Oh, du bist ein Penner. Lass es doch einfach. Info. Dort sind Zeichen, welche Richtung anzugeben sind. Rauf, links, rechts. Und hier? Ja, das weiß ich jetzt. Kaputt. Ja, das kommt super. Okay, rauf, links und rechts. Jetzt bin ich doch mal gespannt. Wo muss ich jetzt das drücken? Nein. Nicht zurück. Wo hab ich's denn? Die Magic Flöte. Auf welchem Knopfdruck? Nein. Jetzt muss ich halt alles ausprobieren. Ja, das bringt mir einen Scheißdreck. Das hier? Auf, links, rechts. Oder wie? Warte mal. Nochmal. Ich hab's wieder vergessen. Rauf, links, rechts. Okay. So, hier klicken. Ah, hier. Rauf, links, rechts. Shadow. Rauf. Links. Rechts. Das hier möchte ich. What the fuck? Oder ist es einfach, weil es kaputt ist? Das kann natürlich jetzt auch was sein. Also hoch kann ich. Das sind drei jetzt. Gar nichts. Hier auch nicht. Das sind vier. Also hoch, links und rechts. Hoch, links, rechts. Hoch, links, rechts. Und das bringt mir das jetzt. Ja, momentan gar nichts. Super. Aber da ist etwas versteckt, das sieht man. Ich brauche Bomben. Eigentlich. Aber die gehen ja auch schnell wieder kaputt, Mann. What the fuck? Und das hat mir das gebracht. Ich bin gerade ein bisschen bescheuert. So, ja, greifen. Dankeschön.
Und wenn ich jetzt das von hier... Nein! Kann ich das? Nee. Okay, wo zum Teufel kriege ich jetzt die Bomben her? Ich muss kurz schauen. Okay, ich glaube, ich muss einfach wieder hier rauf, was ganz anscheinend ganz simpel ist. Es hat ganz an den Anschein, als hätte Gen seine Herrscharen geschickt. Wenn das wirklich wahr ist, dann dürfen wir keine Zeit verschwenden. Wir müssen zum nächsten Diamant. Es ist das Segel in Richtung Süden, okay. Ja, ich hab's gehört. Ist ja gut. Jetzt warte doch. Ich komme ja. So, jetzt rauf. Fuck. Bin ich gerade behindert? Warum komme ich jetzt nicht hoch? Leider kann ich noch dich an Bord lassen. Übrigens, hä? Ach, wir brauchen ein Segel oder was? Und jetzt müssen wir schauen, wo der Typ ist oder was? Okay, ich weiß jetzt nicht, ob der im Baum irgendwo verklemmt ist. Schaut aber nicht so aus. Da oben sind Bomben, lol. Und an die komme ich oder wie? Oder wie sieht's aus? Hochschauen, okay. Da möchte ich, ja genau da. Der kommt aber gar nicht so weit. Nee. Schaffst du nicht. Okay, ich muss jetzt schauen, wo das war. Was jetzt genau gemeint hat. Wo dieser Typ ist. Super Ahnung habe ich gerade. Anpressen wäre jetzt mir lieber. Was bist denn du für ein Horst? Und ich kenne sie nicht mal auf dem Mann. Okay, super. Jetzt habe ich alles nochmal hoch. Das ist doch zum Anscheißen. Nicht wahr? Nein, nicht anpressen. So, jetzt geht er hoch. Und jetzt hältst du dich am Rande fest, okay? Hältst du dich bitte fest, Shadow? Gut. Er darf's gerne weiter, muss nicht immer anhalten. Du bist doch so ein Freak. Okay, ganz vorsichtig. Vorsichtig. Oh mein Gott. Okay, gut. Jetzt einfach runter, nicht so behindert wie vorhin. Wo wir uns ein bisschen fallen gelassen haben. So. Hier sind noch Vasen. Bringt uns das... Nö. Wow, ein Rubin. Auch nicht viel weiter. Okay. Haben wir hier was? Ja, es ist nur Post, Mann. Okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwundert. Aber hier schaut's auch wieder so behindert aus. Gar nichts. Niente, gar nichts. Dann gehen wir mal ganz nach oben. Wo wir beim Balkon waren. Ach, beim Balkon waren. Schlink, du stellst dich auch nochmal behindert an. Wirklich behindert. Müssen wir mit dem reden oder so? Nö. Ja, Briefe interessieren uns nicht, sorry. Hier war's auch. Was? Hier auch nicht? Ja, sagt er nochmal das Gleiche?
Ja. Wenn er nicht das gleiche sagt, dann muss ich wahrscheinlich hier das irgendwie. Muss ich hier wahrscheinlich arbeiten. Ja. Okay, nein, nicht erleuchten. Okay. Das war eigentlich nicht so schwer. Aber jetzt möchte ich ein bisschen von der Geschwindigkeit her arbeiten. Yes. Nice. Scheiße, das war ein bisschen behindert von mir. Gebe ich zu. So, Palme. Das ist irgendwie SpongeBob-Palme. Frag mich nicht, wie ich auf diesen Scheiß komme. Oh, die Zeit. Oh Gott. Was denn da? Der zählt nicht mehr? Super, 19. Du bekommst einen Rubin und für zwei Briefe macht insgesamt 9. Ja, super. Und was habe ich jetzt groß davon? Ein Scheißdreck, Mann. Das ist ja ein bisschen behindert. Was ist denn hier? Auch nicht viel. Das ist scheiße, Mann. Aber schneiden möchte ich jetzt wirklich ungerne. Vielleicht noch hier, letzte Chance. Hinter der Tür. Was wartet hier? Sagt er das Gleiche? Ja, nein, ich möchte nicht das. Kann ich irgendwie... Muss ich mir die Tür wie einrammen? Weil ich... Wäre noch logisch. Okay. Dann eben auch nicht. Letzte Chance, wenn ich nochmal auf den Berg gehe. Ich meine... Oh. Scheiße, Popschutz ist weg. Ah. Der fliegt doch immer runter. Weiß nicht wieso. Nee, hier ist gar nichts, Mann. Gar nichts. Aber ich werde jetzt wirklich kurz noch... Ich weiß nicht. Ich würde sagen, im nächsten Part werden wir wirklich besser schauen. Oh, was haben wir hier? Was ist das da oben? Da hoch kommen wir irgendwie auch nicht. Oh, doch. Und jetzt? Okay, nein, ich weiß nicht. Okay, im nächsten Part werden wir schauen, was genau mit dem Segel gemeint ist, wo wir das kriegen. Erfahren wir mehr. Part ist ein bisschen kürzer. Sogar ziemlich kurz, muss ich feststellen. Tut mir echt leid, aber ich weiß gar nicht. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Shadow. Ciao.